Hallo Welt, eine Bedienungsanleitung für einen Luftballon. Bitte, bitte. Nochmal. Und los. Der Strohhalm muss mindestens 2 cm versenkt werden. 2 cm. Durch kräftiges Blasen. Den Ballon vollflächig aufblasen, dann rasch den Strohhalm herausziehen und beide Laschen fest zusammenpressen. So, dass der Aufblase schwitzt, verklebt wird. Den gleichen Vorgang wiederholen Sie mit dem zweiten Ballon. Oh ja, Wodkaflasche! Die Praxis folgt später.